Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zum Pegelstand auf unserem Seekrautskanal. Ihr kennt's, der Monat ist um, der erste des Jahres 2020 und wir machen einen Rückblick und eine Vorschau und küren natürlich unsere Gewinner von unserem Fanprogramm. Also, fangen wir direkt an. Die YouTube-Stats, Kanal-Stats. Viele von euch sind immer daran interessiert, wie die Statistiken im Januar sozusagen jetzt aussahen. Und wir konnten uns abermals steigern mit unseren Aufrufen. Nämlich, wir haben 38.990 Aufrufe im Januar erzielt. Das ist im Vergleich zum Dezember fast 3.000 Aufrufe mehr. Das ist ehrlich gesagt eine richtige Überraschung für mich, weil ich habe den Januar eigentlich einen Ticken schwächer eingeschätzt, muss ich ehrlich sagen. Wundert mich fast ein bisschen, aber ich bin super glücklich darüber. Die Wiedergabezeit ist auch gesteigert worden, nämlich um 750 Stunden auf 6.119,2. Auch bei den Abonnenten konnten wir einen großen Sprung hinlegen. 280 neue Abonnenten bei YouTube haben wir gewonnen. Und es gibt natürlich auch erfolgreichste Videos, die sind ganz dicht beieinander. Drei Stück, die über 2.800 Aufrufe haben, beziehungsweise zwei davon haben über 2.800 Aufrufe und eins ist ganz knapp dran sozusagen. Das sind einmal das Video mit den Modulen und den Änderungen, die jetzt demnächst in Update 001 ins Spiel kommen werden. Das ist richtig interessant für euch gewesen und natürlich auch für mich interessant gewesen, als ich es gemacht habe. Das hat sehr, sehr viele Aufrufe bekommen. Dazu auch natürlich wie immer Buff und Nerf. Das sind auch immer so Sachen, die natürlich jeden interessieren, vor allen Dingen auch für Forschungsschiffe, was sich halt im Spiel ändert. Und die Indomitable, der Flugzeugträger, der Anfang Januar released wurde, da hatten wir eine Schiffseinweisung für euch und da war auch das Interesse ausgezeichnet hoch. Ja, dann gibt es natürlich viele weitere, die ebenfalls über 2000 Aufrufe alle bekommen haben, aber das waren jetzt die Top 3. Ja, das war der Monat Januar quasi in Zahlen. Wir haben uns überall gesteigert. Ja, das ist wirklich eine Besonderheit, muss ich ganz ehrlich sagen, und macht mich wieder dankbar und ein Ticken demütig. Ja, aber es ist nicht nur der YouTube-Kanal, der sich im Monat Januar weiterentwickelt hat, sondern auch unser Clan hat sich weiterentwickelt. Wir haben im Januar neue Mitglieder gewonnen und es hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass wir jetzt zum Ende des Januars hin das erste Mal mit zwei verschiedenen Teams in die Clan Wars gehen konnten. Das war nämlich am Donnerstag der Fall, wo wir parallel 5, 6, 7 Gefechte die ganze Zeit mit 14 Mann gefahren sind und das ist am Ende auch irgendwo das Ziel gewesen, dass wir im Clan es regelmäßiger schaffen, zumindest ein Team zu stellen, weil es ist natürlich jetzt vielleicht auch mal eine besondere Situation gewesen bei uns, dass so viele Leute auf einmal da waren. Aber ja, in der Richtung haben wir uns entwickelt. Wir haben halt auch Mitglieder, neue Mitglieder gesucht und sind da fündig geworden. Ja, und auch da muss ich ganz klar an unsere Clan-Mitglieder sagen, vielen, vielen Dank für euer Einsatz, dass ihr so aktiv auch eure Freizeit gestaltet. So, ihr sagt, legt mir da einen Termin, da ist Seekraut Clan War, da bin ich auf jeden Fall da und so eine Sachen. Das ist längst nicht selbstverständlich, ist ja auch am Ende nur ein Computerspiel, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, wir sind auch jetzt schon in der Sturmliga angekommen, in Gruppe 2, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, der Trend in die nächsthöhere Liga ist natürlich dann auch wieder da und wir wollen das natürlich auch erreichen, gemeinsam. Dann habe ich eine allgemeine Frage, was auch in Richtung Clan Wars geht. Habt ihr Interesse daran, dass wir unsere Übungsgefechte, die wir vielleicht mit Clans, mit anderen Clans machen, wie zum Beispiel MRSD, die auch diesen Monat wieder mit uns ein Übungsgefecht oder Übungsgefechte gemacht haben, dafür auch nochmal auf diesem Wege sehr recht herzlichen Dank. Und wir das in Zukunft vielleicht auch mal live übertragen. In einem Livestream, der spontan dann ist, weil in der Regel sind sind die Übungsgefechte recht sponti, da fahre ich in der Regel zwei Tage vorher, das kann ich nicht groß vorher ankündigen. Aber es wäre dann im Zuschauermodus und wir würden dann halt unseren Clan, aber halt auch den Gästeclan möglichst objektiv kommentieren. Ich habe da bis jetzt schon sehr positives Feedback bekommen. Wir haben es nämlich einmal quasi inoffiziell ausprobiert, wie das ist im Zuschauermodus und so weiter. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Schreibt mal bitte in die Kommentare und gerne auch mit einer Begründung, warum euch das interessiert, unten mit rein. Dann könnte man das vielleicht in Zukunft mal sponti so machen. Gut, dann geht's natürlich weiter. Ich weiß, warum ihr auch da seid. Ihr wollt natürlich wissen, wer die aktivsten Live-Chatter in unseren Livestreams waren. Und zwar bei YouTube auf dem Kanal. Da könnt ihr Punkte sammeln. Wir haben dann Currency-System. Und die aktivsten
Live-Chatter bekommen eben Ziehkrauts-Euronen gut geschrieben. Dazu gleich mehr. Die Gewinner im Monat Januar ist Loradak99, der hier 334 Punkte zusammen gesammelt hat. Eine ganz knappe Geschichte. 6 Punkte nur vor Neophyte 65. Der alte Kojenwärmer. Und Markus, unser Deckschrubber, hat 321 Punkte geholt. Damit gehen 3 Siegrotz-Euronen an Loradak, 2 an Neophyte 65 und 1 Siegrotz-Eurone an Markus. Ihr seht, das ist auch unabhängig davon, wie viele Stunden ihr auf dem Kanal verbracht habt. Es können ganz neue Leute auf dem Kanal gewinnen, genauso wie alteingesessene Zuschauer sozusagen. Das ist gar kein Problem, weil das wird jeden Monat resettet und die Punktestand fängt bei 0 an. Heute Abend ist ja wieder Livestream, 1.2.2020, 20.15 Uhr, live bei YouTube, Twitch, Facebook und Mixer. Aber nur bei YouTube könnt ihr an dem Currency-System teilnehmen. Da ist unser Bot aktiv, wir sind da speziell und sind der einzige Kanal, der einzige deutschsprachige Kanal, soweit ich es weiß, rund um World of Warships, die ein Currency- und Bot-System für YouTube anbieten aktuell. Ja. Ich sage auf jeden Fall danke für eure ganze Aktivität. Es sind ja auch noch viele weitere hier sehr, sehr aktiv gewesen im Januar. Und ich freue mich jetzt schon auf die Zukunft im Clan, beziehungsweise auf unserem YouTube-Kanal. Und der Februar wird natürlich einiges für euch bereithalten. Ich möchte aber auch noch ganz kurz das System hier mit dem Crowdfunding, so nennen wir es so ein bisschen intern, das hat nichts damit zu tun, dass ihr uns Geld gebt, sondern andersrum, wir geben euch Geld. Und zwar könnt ihr ja halt durch diese Aktivität 3, 2 und 1 Euro gewinnen. Und am Ende könnt ihr das nutzen. Und zwar für einen Einkauf im World of Warships Premium Store, der dann auf unsere Kappe geht. Aber maximal halt im Wert des Guthabens, was ihr angesammelt habt. Ab 15 Euro könnt ihr Guthaben einlösen. Und wenn ihr bis zu 50 Euro bekommen habt, also Siegrotz-Euronen bekommen habt, dann müsst ihr quasi einlösen. Dann könnt ihr aktuell nicht weiter sammeln. Mal gucken, ob wir da vielleicht in Zukunft den Wert erhöhen, weil es ja inzwischen auch T9-Schiffe gibt und man eventuell auch darauf sparen kann, indem man unser Stream schaut und aktiv im Live-Chat ist. Dann wird hier ganz genau erklärt, das Gewinnspiel ist, also das Crowdfunding oder unser Fanprogramm ist einfach unabhängig von Wargame und World of Warships. Das hat mit denen gar nichts zu tun. Das ist unsere eigene Sache, die wir uns da ausgedacht haben. Es kann nicht bar ausgezahlt werden und bei Punktgleichheit werden die Punkte eben geteilt. Also wenn es dreimal Platz 2 gibt, ja, dann wird halt der 2-Euro-Betrag halt durch 2 oder 3 geteilt, ne, und so weiter. Das ist einfach so, weil jetzt können ja theoretisch auch 5 oder 6 Leute plötzlich punktgleich sein und dann, ja, wem gibst du dann das Geld und so weiter. Das heißt, ach, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Es gibt natürlich auch eine Übersicht, da kann man genau sehen, wer wann wie welche Euronen bekommen hat. Also das ist so transparent, wie ihr das eben machen könnt, findet man unter jedem YouTube-Video oder Livestream den Link und natürlich auch bei uns im Discord kann man den Link abrufen und sieht dann, wie viel Guthaben man hat. Gut, das war es zu dem Crowdfunding, beziehungsweise zu unserem Fanprogramm und jetzt kommen wir dann zu dem Monat Februar. Der Monat Februar bei Seacrowds ist traditionell der Geburtstagsmonat. Wir sind im Februar 2017 gegründet worden oder haben uns gegründet, war ja einer der Gründungsmitglieder. Und wir werden auch diesen Monat wieder für euch ein paar besondere Sachen dabei haben. Aller Voraussicht nach, ja, Work in Progress nenne ich es jetzt einfach mal, wird es vielleicht ein paar Poster, ein paar T-Shirts oder zumindest ein T-Shirt oder eben Schlüsselanhänger geben. Ich muss nochmal in mein Lager gucken, was ich da noch habe. Ja, dann natürlich Codes und wahrscheinlich auch Schiffe. Ja, das bin ich gerade sozusagen im Hintergrund am Absprechen. Und da werdet ihr in den nächsten Livestreams die Chance haben, so ein bisschen Einfluss drauf zu nehmen. Also ihr könnt euch dann auch gerne mal äußern, welche Schiffe ihr zum Beispiel ganz gerne hättet. Ja, wovon ihr träumt, was euch noch fehlt in der Sammlung oder so eine Sachen, könnt ihr auch gerne hier unten in die Kommentare reinschreiben. Es ist zwar kein Gewinnspiel, was wir jetzt hier gerade machen, aber an Input könnt ihr mir immer eine Menge geben. Ich lese ganze Menge an Kommentaren. Ja, das ist, auch wenn ich nicht auf jeden Kommentar antworte, sind das immer, bin ich da immer sehr intensiv dabei, das könnt ihr euch drauf verlassen. Auf jeden Fall wird es im Februar spannend bleiben, ja, es wird weiter vorangehen und da könnt ihr euch mega drauf freuen. Und wir haben natürlich auch mal wieder einen Gast, ja, ein Multistream wird stattfinden. Den Namen werde ich jetzt noch nicht verraten, da könnt ihr euch dann quasi ja, drauf freuen und gespannt sein, wer dann wann ist. Also, ich sage jetzt, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Aktivität im Januar. Ich freue mich auf euch gemeinsam
mit den ganzen Seekraus-Mitgliedern, die wir hier haben im Clan, auf den Monat Februar. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Danke für eure Zeit und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein, euer Seekraus-Team, euer Andi. Ciao, ciao.